Das war eigentlich mehr ein Zufall. Und zwar ist 2009 ein Dokumentarfilm gedreht worden, in dem ich eine Filmemacherin durch die Stasi-U-Haft in Dresden führe. Also mit ihr praktisch diese Stasi-U-Haft wiederentdecke nach vielen Jahren, die ich dann da weg war. Und durch diesen Film und durch eine Presseveröffentlichung ist dann die Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen auf mich aufmerksam geworden und hat mich im Endeffekt gefragt, ob ich als Zeitzeuge mir vorstellen könnte, zur Verfügung zu stehen. Und das habe ich mir dann eigentlich nur kurz überlegt und fand die Idee wirklich auch gut und habe mich dann da auch zur Verfügung gestellt und bereue das auch nicht. Also ich lebe in Essen, das heißt also in Hohenschönhausen selbst mache ich keine Führung, also auch in Dresden nicht, weil ich bin zu weit weg vom Ort. Aber Schulen können das Zeitzeugenbüro in Berlin-Hohenschönhausen kontaktieren, können sich den Zeitzeugen, den sie sich wünschen, in den Unterricht einladen. Das Ganze wird dann über das koordinierende Zeitzeugenbüro organisiert. Das sind also meistens Gymnasien, also es obliegt ja mit dem Engagement des Lehrers. Also das ist ja nicht Bestandteil des ganz normalen Lehrplans. Das heißt, wenn ein Lehrer sehr engagiert zu Werke geht und sagt, dass ein Zeitzeuge könnte den Unterricht mit seiner Geschichte beleben, dann ist das sein Engagement. Er wendet es ja meistens an die Institution. Und so sind es meistens eben auch die Gymnasien in Nordrhein-Westfalen, aber auch im Ausland. Also es ist, wird auch vom Ausland angefragt, von der Warte her ist das also. Da, wo deutsche Schulen auch im Ausland aktiv sind, kommt das dann eben genauso zum Tragen. Also meine Erfahrungen sind gut. Ich kann das nicht anders sagen. Es ist oftmals so, dass die Lehrer natürlich mit dem kleinen Potenzial an Zeit irgendwie damit umgehen müssen und das zeitlich sehr begrenzt eben auch organisieren müssen. Aber ich fühle mich da eigentlich immer gut betreut, auch gut informiert, auch gut in das Unterrichtsgeschehen eingeführt. Also meine Erfahrungen, was das anbelangt, sind durchweg positiv. Und wenn es halt eben irgendwelche negativen Faktoren gibt, dann haben das nicht Lehrer zu verantworten, auch nicht die Schüler. Dann hängt das einfach damit zusammen, dass im Unterricht einfach nicht der zeitliche Rahmen nicht so gegeben ist, dass man das umfassend behandeln kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, ganz egal in welchen Bildungseinrichtungen ich eingeladen war, ob das jetzt jüngere Schüler waren oder teilweise Erwachsene, Studenten. Ich war auch bei einer Lehrerfortbildung, wo natürlich die Teilnehmer entsprechend sehr, sehr viel älter waren. Es werden eigentlich immer die gleichen Fragen gestellt. Die werden natürlich intellektuell unterschiedlich formuliert, ganz klar. Aber es geht wirklich meistens darum, oder die Leute interessiert sehr, wie war das in Stasi-Haft? Was ist das Besondere an dieser Organisation, Ministerium für Staatssicherheit? Was unterscheidet das von einem normalen, von zum Beispiel normalen Untersuchungshaft oder einem normalen Strafvollzug? Weil man hat vom Hören und Sagen schon, ist man informiert, dass es da Unterschiede gibt. Und die will man eben besonders herausgestellt wissen, gerade von Leuten, die jetzt Erfahrungen sowohl mit dem Ministerium für Staatssicherheit gemacht haben, und das waren wir politisch Inhaftierten ja durch die Untersuchungshaft, aber dann eben auch die Erfahrungen gemacht haben mit einem ganz normalen Strafvollzug, wo man dann im Endeffekt mit ganz normalen Verbrechern, Kriminellen zusammen war und mit denen eben auch auskommen musste und mit der Problematik, dass wir als politisch Inhaftierte ja im Grunde in der Hackordnung ganz unten waren, von den Mitgefangenen nicht akzeptiert, weil wir keine wirklich Kriminellen waren, aber auch vom Wachpersonal eben als politisch Inhaftierte besonders schlecht behandelt. Und das sind die Sachen, die dann eben von Interesse sind. Das will man eben wissen und die Erfahrung soll mitgeteilt werden. Ich würde es nicht einfordern. Ich weiß eigentlich eher zu schätzen, dass Schulen das überhaupt machen und ich weiß um den ich habe es gerade schon erwähnt, um den beschränkten zeitlichen Rahmen. Ich bekomme es oft, ohne es einzufordern. Also meistens schon direkt im Anschluss an dieses Zeitzeugengespräch, dass also Schüler auf mich zukommen und ich stehe denen, und das plane ich zeitlich so ein, durchaus noch so lange, da bedarf es zur Verfügung. Also ich werde nie zum Zeitzeugengespräch gehen und sagen, so meine Zeit ist jetzt zu Ende, ich muss jetzt woanders hin. Also ich plane das zeitlich immer ein, das halte ich für wichtig. Und mit dieser meiner zeitlichen
Möglichkeit gebe ich eigentlich dann eben auch die Möglichkeit, dass das noch ein bisschen, oder falls Klärungsbedarf ist, dass das noch geklärt werden kann. Und ich denke, damit muss man zufrieden sein. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass da noch großartig was gemacht wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass es geschieht und erfahre das eben auch. Vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Diese Zeitzeugenarbeit hat eigentlich mein ganzes Leben verändert. Ich habe bis 2009 ab 2009 habe ich mich zum ersten Mal eigentlich meiner DDR-Vergangenheit gestellt. Ich habe bis zum Fall der Mauer eigentlich meine DDR-Vergangenheit hinter der Mauer gelassen. Ich war sicher dann im Westen vor den Leuten, die mich da drangsaliert haben. Dann fiel die Mauer. Das ging für mich mit einer Enttäuschung einher, weil vom Verstand her mir natürlich klar war, Deutschland gehört zusammen, dass das historisch richtig ist, aber mir wurde auch gleichzeitig meine Sicherheit genommen. Jetzt lebte ich mit den Leuten wieder in einem Land, die mich da so behandelt haben. Das war schwierig, ich war gar nicht in der Lage, diesen ganzen Wust zu durchblicken. Ich habe das dann auch eigentlich beiseite gelegt und durch diesen Film und durch diese infolgedessen beginnende Zeitzeugenarbeit war ich eigentlich erst in der Lage, das aufzuarbeiten, weil durch diese Fragen, die gestellt werden, das Beantworten der Fragen, dass sich damit auseinandersetzen, das hat es mir möglich gemacht, meine ganze Geschichte überhaupt zu durchblicken, zu strukturieren. Und von der Warte her ist es für mich immens wichtig. Ich habe also habe mich beruflich anders orientiert, befasse mich jetzt auch beruflich halt mit diesen Themen. Also ich habe den Eindruck, dass es, wenn man diese DDR-Vergangenheit hat, gibt es nur eins: Entweder man lässt sie verpackt und rührt nicht dran, und wenn man es öffnet, dann kann man sich auch wirklich, ja, ist man gezwungen, sich da intensiv mit zu befassen. Und das ist auch die Stasi-Akte meiner Familie, die ich jetzt im Zuge dessen auch in voller Größe zur Verfügung habe. Und das führt dann natürlich auch Unerträgliches zutage. Also ich bin jetzt wirklich mittendrin in der Thematik und habe es beruflich so eingerichtet, dass ich dafür Zeit habe und mir die Zeit auch nehmen kann. Die Begleitung also durch das Zeitzeugenbüro in Berlin, also ist gegeben, also man kann anrufen, man steht einem zur Verfügung, ich kann mich da nicht beklagen. Ansonsten ist das vom Inhalt her schon eine Sache, mit der man dann relativ alleine ist. Also wenn man angefangen hat, sich damit zu befassen, gibt es natürlich die Ministerien, an die man sich wenden kann. Man geht dann den bürokratischen Weg, man hat kaum die Möglichkeit, Prozesse zu beschleunigen. Ich habe auf die Stasi-Akte meines Vaters, meines Bruders mehr als 15 Monate gewartet. Dann kam alles sehr massiv. Ich mache da keinen Vorwurf, das ist halt so, das ist halt eine arbeitsintensive Geschichte, aber das ist einfach so, man muss sich da schon dann alleine damit befassen.